Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu RimWorld, sechste Episode müsste das sein und wir werden mal wieder überfallen. Ja, das gehört jetzt irgendwie schon zum Standardprogramm dazu. Was hat der denn? Kurzbogen, wieder mal. Okay. Poppy muss mal wieder in die Sicherheitszone und zwar ganz dringend. Selma, hier, nein. Kampfmodus. Gehe hier hin. Onisan. Kampfmodus. Dahin. Und der schießt jetzt wahrscheinlich schon. Ja. Okay, kann Onisan von da aus schießen? Ja, kann sie. Sehr gut. Also mal wieder nur eine Person. Von daher bin ich eigentlich relativ beruhigt. Wenn das mal irgendwann mehrere Personen sind, haben wir ein echtes Problem. Von mir selber ist auch noch... Die hat einen Fernkampf von... Ah, zwei mittlerweile. Okay, sie hat geskillt. Das ist gut. Dann trifft sie vielleicht schon ein bisschen eher, aber das sieht echt nicht so gut aus. Okay, er hat Fernkampf 1. Was? Oh. Okay. Okay, okay. Poppy. Retten. Das hatte ich jetzt nicht so eingeplant. Onisan. Geht mal hier hin. Nicht da lang! Bist du wahnsinnig! Oh, meine Güte, manchmal die KI, ne? So, schieß mal weiter. Greift Kühlung im Nahkampf an. Super Idee. Ja, nein. Welche Kühlung? Die oder die? Wahrscheinlich die eher, ne? Oh. Das war jetzt nicht so schlau. Willkommen. Fuck, Alter. Nein. Bist du des Wahnsinns, Junge? Geh da hinten hin. Oh. Oh, das war ein Treffer. Mal wieder tot. Na toll. Ja. Nun. Okay, wir haben weiteren Kurzbogen. Und ja, du kannst auch erlaubt werden. Wir brauchen Gräber. Kann ich ihn mal hinstellen? Strukturen wird es wahrscheinlich nicht sein. Sicherheit wahrscheinlich auch nicht. Diverses, ja, da sind sie. Möchte ich eigentlich irgendwie nicht hier haben. Na, packen wir sie hier hin. So, erstmal 5 Stück. Sollte ja reichen. Ich hoffe mal, wir werden nicht so häufig angegriffen. Wobei das aktuell sehr weit anders aussieht. Okay, Onisan kann wieder aus dem Kampfmodus raus. Alle müssten noch unbeschränkt sein. Selma, wie sieht's bei dir aus? Schnitt, Kurzbogen, Bruch, Schädel. Git. Naja, nichts Lebensbedrohliches, glaube ich. Also hoffe ich mal. Gut, repariert wird. Der Kurzbogen muss reingetragen werden, weil er verrottet. Huh, okay, das war der nächste Überfall. Und ich hoffe, dass Selma bald wieder auf dem Bein ist. Aktuell ist sie noch bewusstlos. Ich hoffe mal, das wird sich ändern. Okay. Hier wird die Wand jetzt weiter abgebaut, das ist in Ordnung. Auch wenn ich jetzt gerade wieder ein bisschen aufgeregt bin. Dann möchte ich jetzt eigentlich nicht die Quartiere bauen, aber ich glaube, dass wir jetzt erstmal wieder eine Weile lang nicht angegriffen werden. Zumindest ist das meine Hoffnung. Und wenn nicht, dann, ja, haben wir ein Problem. Weil Selma kommt jetzt so schnell, glaube ich, erstmal nicht wieder auf die Beine. So, können wir... Irgendwie hier war das doch, oder?
Architekt, Befehle, Strukturen. Irgendwo gab es einen Befehl, dass man die Böden entfernen kann. Ah, hier. Ja, bei Böden, natürlich. So, dann entfernen wir die mal. Das sind Kalksteinpflaster. Okay, da bekommen wir noch mehr Kalksteinziegel. Das ist ganz gut. Den können wir nämlich selber zum Bauen verwenden. So, Selma kann wieder laufen. Ja, bleib bitte liegen. Ernte Teilwurzel. Nein, du bleibst liegen. Hallo. Leg dich auch wieder hin. Selma. Sag mal, die will nicht, ne? Pass auf, wir machen mal ganz kurz das hier zum Krankenbett. So, jetzt geht's. Na also, okay. Pass auf, ich mache erstmal ganz kurz ein viertes Bett. Möbel. Bett hier hinten hin. Damit wir zumindest ein Krankenbett irgendwie haben. Also die ganze Kräutermedizin hier ist alles schon reingetragen, ne? Ja. Okay. Sehr gut. So. Wenn ein Kolonist nämlich im Bett liegt, dann verheilen die ganzen Wunden ein bisschen schneller. Aber es ist wirklich nichts Lebensbedrohliches, von daher, das ist alles in Ordnung. So, Mac, wie sieht's aus? Hungrig, ja, ja. Ach, guck mal. Der bringt einfach das Zeug hier rein, das ist auch in Ordnung. Okay. So, wird der Kurzbogen mal reingetragen? Anscheinend nicht. Gut. Huh. So. Forschung abgeschlossen, Recurve-Bogen, sehr gut. Was geht's? Was ist als nächstes dran? Schmieden. Nach die langen Bogen. Danach würde ich die Mechanik machen. Sehr gut. Okay, ja, ich lasse mal ganz kurz die Geschwindigkeiten doppelter Geschwindigkeit voranlaufen. Und wir planen mal ganz kurz. Planen, das wollte ich ja vorhin machen. Also hier haben wir dann auf jeden Fall irgendwie einen Flur. Flur würde ich 3 breit machen. Und hier geht es dann los mit dem Quartier, beziehungsweise hier müssen wir offen lassen. Okay, wie groß ist so ein Quartier? Muss ja nicht allzu groß sein. Das hier reicht eigentlich schon völlig aus, oder? Eigentlich reicht das hier auch schon aus. Okay, dann machen wir das, weil es muss ja nicht besonders viel in so ein Quartier rein. Ein Bett, ein Nachttisch. Eine Pflanze vielleicht noch, Licht. Das reicht völlig aus. Okay. Müssen ja keine Luxusquartiere hier sein. So. Okay, hier würde ich dann den Flur fortführen. Hier wäre dann die Kolonie sozusagen zu Ende. Auf der anderen Seite machen wir hier genau dasselbe. Wie lang ist das hier? 5. Ja, also bis hier. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Und dann hätten wir hier zumindest schon mal 4 Quartiere. Und hier wäre dann der nächste Flur. Okay, und ja, hier könnte man theoretisch ja noch ein weiteres machen. Das würde dann bis hier gehen. Und dann entfernen wir hier mal. Hier kommt nämlich die Tür rein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir schon mal mit dem Bau. Das hier muss frei bleiben. Weil ansonsten, die Kühlung hat ja einmal eine kalte Seite und einmal eine warme Seite. Die produziert dann natürlich Wärme, wenn sie den ganzen Raum hier kühlen muss. Und wir wollen natürlich nicht, dass in dem Raum hier alles total heiß ist. Das wäre nicht so schlau. Okay, Strukturen. Wir haben 1041 Holz. Das sollte ja für den Anfang erstmal reichen. Dann bauen wir hier zumindest schon mal so ein paar Quartiere. So, so, so. Okay, und das hier kommt auch mal hier zu Ende. Türen machen wir einmal hier hin, einmal hier hin und einmal hier. Nein! Stopp, 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 stopp. Kopie bauen hier und das hier bitte einmal abbrechen. So. Dann machen wir direkt hier oben weiter.
wenn wir gleich kein Holz mehr haben, dann können wir einfach welches fällen gehen. So, so. Okay, jetzt müssen sie mal außen herumlaufen, das ist doof. Lassen wir aber gerade mal. Sobald die hier fertig sind, dann werden wir den Mac kurz umziehen lassen. Dann machen wir das hier zum Gefängnis oder so. Okay. Ja, dann können wir das hier oben eigentlich auch schon abreißen. Oder wir lassen das erstmal so als kleinen Schuppen. Das hier kann auch abgerissen werden. Dann kommen noch ein bisschen Holz dazu. Die Katze ist ja nicht mehr da. So. So, wie viel von den Dingern haben wir? Kalksteinblöcke. Dann würde ich sagen, Böden. Oder haben wir hier mehr Böden? Kalkstein-Hexpflaster. Klingt gut. Machen wir mal bis hier. Und kann dort ein bisschen am Boden gearbeitet werden. So, Nahrung sieht, glaube ich, bisher ganz gut aus. Wie viel haben wir? 21. Was hatte ich hier eingestellt? Bis 25. Ja, können wir auch mal ein bisschen umstellen. Wo kann ich das machen? Machen wir erstmal bis 40 und weiter geht's bei 30. Okay. Dann wird erstmal wieder ordentlich gekocht. Wir wollen nicht in die Lage kommen, wo wir dann keine Nahrung mehr haben. Und da die hier im Kühlraum ja nicht verrottet oder ähnliches oder verdirbt, dann ist das eigentlich ganz in Ordnung. Okay. Wie lange braucht der Mais? Ach, 85%. Okay. Ja. Sieht's mit den ganzen Fleischsachen aus, haben wir auch nicht mehr, ne? Okay, müssen wir wieder jagen gehen. Eine Sonnenfinsternis. Oh oh. An sich nicht so schlimm. Nur, dass unsere Batterien sehr schnell leer gehen werden, weil wir aktuell nur von Solarenergie profitieren. Nicht so gut. Windturbine. Machen wir mal. Und zwar hier unten hin. Und hier gleich die nächste. Wenn das geht. Oder, warte mal, wir machen jetzt mal eine. Ich muss mal sehen, wie die funktionieren. Die muss jetzt aber mal ganz dringend gebaut werden. Wer ist Bauarbeiter? Onisan. Ist noch wach. Bitte mal erst die Windturbine machen. Das ist ganz wichtig. Ach ne, jetzt müssen erstmal die ganzen Bäume hier gefällt werden. Oh oh. Licht. Kann ich das Licht irgendwie. Kann ich irgendwie sagen, dass das Licht einfach ausgehen soll? Ja, so wahrscheinlich. Wir müssen mal ganz kurz viel Energie sparen. Sonst haben wir ein etwas größeres Problem. Und ich sah ein, ja, bau am besten schon mal. Die wird wahrscheinlich nicht viel Energie jetzt produzieren. Weil ich glaube, die braucht vor und hinter sich so ein bisschen, ein kleines Feld, wo keine Bäume sind oder ähnliches. So, die produziert jetzt gar nichts. Blockiert durch Eiche. Doof. Pflanzen entfernen. In diesem Bereich. Und dann brauchen wir einmal Stromkabel. Stromkabel verlegen wir hier durch die Wand durch. Hier rein. So. Okay. So, wie sieht's mit den Quartieren aus? Da fehlt immer noch so ein bisschen was.
Okay. Aber es wird auch. So, Sonnenfinsternis. Ich hoffe mal, die dauert nicht allzu lange. Wir haben 3 Batterien. Es ist total wichtig, dass wir diesen Raum hier kühlen. Ah, okay, die Lampe ist jetzt gerade aus. Sehr gut. Weil wenn das hier nicht mehr gekühlt wird, dann haben wir ein Problem. Weil dann verdirbt uns die Nahrung und... Ja. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. So, ein Revolver. Wieso ist der verboten? Selma hat wieder nichts. Dann rüst mal den Revolver aus, ja. Okay. Ach so, weil die vorhin wahrscheinlich zusammengebrochen ist bei dem Überfall. Ja, genau, das kann gut sein. Okay. So, wie sieht's mit dir aus? Produzierst du mittlerweile was? An die 1000? Oder, nee. 80 Watt. Wie viel braucht ihr? 200 Watt, ja, das ist doch toll. Aber ich glaube, die Sonnenfinsternis ist auch vorbei, ne? Ja, die Sonnenfinsternis ist vorbei. Gut. Okay. 700 Watt, 800 Watt, sehr gut. Na, das ist doch was. Hier müssen wir den Boden hinziehen, damit hier keine neuen Pflanzen wachsen. Und zwar in diesem Bereich. Wie viel Holz haben wir? Genug? Das heißt, ich werde mal ganz kurz einen ganz normalen Holzboden hier hinziehen. So. Damit verhindern wir nämlich, dass hier neue Pflanzen wachsen. Sobald hier nämlich Pflanzen wachsen, ist die Windturbine wieder blockiert. Meine Güte, 3000 Watt. Ja, okay, das ist in Ordnung. Dann haben wir erstmal keine Stromprobleme mehr. Das war gut, dieses Windrad zu bauen. Ich will sowieso später wahrscheinlich auf die Kraftstoffgeneratoren gehen. Dafür müssen wir dann später Boomratten oder Boomerloops zähmen. Das sind diese guten Freunde hier hinten. Die haben die doofe Eigenschaft, dass wenn man die töten möchte, die dann erstmal ordentlich explodieren. aber wenn man die zähmt, dann geben die Kraftstoff und das ist wichtig für Stromproduktion. Okay. So, wie sieht's hier hinten aus? Gut. Ich würde mal ganz kurz, ich habe einen Himbeerbusch, ernten. Wir haben genug Holz, das heißt, ich beginne auch schon mal mit, den Böden. Und, ich guck mal ganz kurz, ob wir hier schönere Böden haben. Mosaik, Holzboden, die sehen natürlich auch gut aus. Dann machen wir das mal ganz kurz. So. Und so. Okay. So, aber das hier dann natürlich wieder mal Priorität. Das ist aber auch gut so. Wie sieht es gerade aus? 1273 Watt. Okay, es hängt wahrscheinlich auch noch vom Wetter ab, wie viel Watt das Ganze produziert. Ich kann mir vorstellen, dass bei einem Sturm beispielsweise das Windrad deutlich mehr produziert, als jetzt, wenn es klar ist. Wenig Nahrung. Oh. Ja, gut, dass ich die Meldung bekomme. Wie sieht es aus mit Mais? 91%. Aber ich würde trotzdem jetzt gerne nochmal vorher was jagen gehen. Wenn wir irgendwas in der Nähe haben, dann mache ich das. Ja, die Hirsche. Risiko. Wer nicht riskiert, der gewinnt auch nicht. So. Aber es kann halt gut sein, dass wir gleich tot sind. Egal. So, wie lange geht die Aufnahme? 18 Minuten. Da können wir noch ein bisschen was machen. Was denn eigentlich? Ja, wir warten eigentlich auf die Quartiere gerade, dass die fertig werden. Dann müssen wir den Mac umquartieren. Wir können ja schon mal in die einzelnen Räume schon immer die Betten reinstellen. So, neu installieren bei. Hier. Und hier, dann dich. Wenn der hier ist, dann muss das Spiegel verkehrt hier hin. Und der hier, hier hin. Okay. Na, zumindest haben sie sich noch nicht gerecht. Das ist schon mal ein Vorteil. Oha, wir haben echt nicht mehr viel Nahrung. 13 Stück. Das ist sehr, sehr schnell alle. Deshalb müssen wir gucken, dass wir hier langsam die Sachen ranbekommen.
Hier ist ein Rotfuchs. Der kann uns theoretisch gefährlich werden, aber für den Anfang erstmal nichts. Und ein Timberwolf. Na toll. Wie sieht es eigentlich mit den ganzen Tieren hier aus? Oha, wir haben aber einige. Ein Timberwolf ist hier. Ich gucke gerade nach diesen Krallenzeichen, weil da sind die, wie heißen die nochmal? Danger. Ja, Predatoren, genau. Das sind Tiere, die theoretisch einfach mal so einen Kolonisten angreifen können. Und das wäre natürlich nicht so toll. Theoretisch müsste man die eigentlich von der Karte erstmal entfernen. Aber, oh. Forscher, ja. Aber das ist echt gefährlich. Gefährlicher als so eine Hirschherde. So, okay. Hier muss mal langsam fertig gebaut werden. Aber ich bin auch auf normaler Geschwindigkeit. Ich schalte mal wieder ein bisschen hoch und dann würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Folge sehen, ne? Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Und wir werden nicht angegriffen am Ende einer Folge. Meine Güte, wann hatten wir das schon mal? So, ja, dann würde ich sagen, dass wir uns das nächste Mal sehen, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao. We'll be right back.